Bruder Fistus? Ja, Bruder Longus? Der neue Novize ist da. Bereit für seinen Initiationsritus? Dann gebe ich dem Prior Bescheid. Seid ihr bereit, das neue Schäfchen einzuweisen, Prior Bexi? Ich freue mich schon sehr auf den Arsch. Ja, toll trieben es die alten Katholiken. Römer. Ach, wie auch dem. Ja, Eike, weiter. Wie war's nochmal? Ach ja, stimmt. Kapitelversammlung, ne? Wir müssen allen Leuten Bescheid geben. Ich stelle mir es jetzt gerade so vor, wie hier. Wie heißt er nochmal? Philipp? Genau, Bruder Philipp ist es doch, ne? Genau. Philipp! Wie Philipp jetzt hier einfach nur über die Räume, in den Räumen, seinen Kopf reinsteigt und sagt: Bescheid! Genau. Ach, der Witz ist schlecht. Okay, dann reden wir jetzt mal all die Leute drauf an. Hey, ist eine Kapitelversammlung, ich will Prior werden. Ja, damit die Bücher nicht verbrennt werden. Ja, ihr wisst schon, Bücher, sowas, das ist sowas wie kleine Computer zum Öffnen. Was sind Computer? Egal. Kommt einfach zur Kapitelversammlung. Haben die noch was zu erzählen? Nö, schade. Ich dachte, wir könnten die darauf hinweisen. Na gut, gehen wir nochmal zu den Leuten in der Küche. Und dann müssen wir in die, zuletzt in die Kapelle gehen, nicht wahr? So, Quatsch, hier müssen wir rein. Wie kommen wir denn hier nochmal raus? Genau, da. Nee, zur Kathedrale. Hier müssen wir raus. Ich wollte da gar nicht rein, ich wollte die andere Seite nehmen. Und die singen ein bisschen sich ab. Naja, das können, naja, das machen. Das ist so ein Mönch-Dings. Gehen wir zum Friedhof und machen dann ein Kreuz. Nee, wir machen einen Kreuzweg, genau, Eike, ne? Wir machen einen Kreuzweg. Nein, wir machen einen Rundumweg. Will Bruder Arnold noch irgendwas da von uns? Nee. Okay, Bruder Arnold ist nicht verfügbar. Und der Noviz... Ah, ich werde den Novizen gerne jetzt erzählen, dass wir ihn verpetzt haben. Du auch, Eike? Ja, mach mal. Ja, geht aber leider nicht. Wir können ihn jetzt nur ansehen. Sie haben den Weg verloren. Ich starre sie an, während sie den eiskalten Fluss angeln. Ja, ja. Ja, und zu dem Prior, dem bösen Kerl mit dem bösen Blick. Es fehlt eigentlich nur, dass so eine schwarze Katze auf seinen Schultern herumläuft, nicht wahr, Eike? Und Monokel. Und eine Augenklappe. Und eine Augenklappe, genau. Und ein deutscher Akzent. Was witzig ist, weil wir sprechen ja alle Deutsch. Gibt es eigentlich eine englische Version von dem Spiel? Ich bestimmt. Ich glaube, von den meisten Deadwick-Spielen gibt es doch, glaube ich, auch englische Versionen, oder? Ja, ich glaube schon. Ne? Harvey's New Eyes und so. Wie heißt das, glaube ich? Edna und Harvey. Der Escape. Heißt, glaube ich, das erste Spiel. Dann gehen wir mal zu den beiden in die Küche und reden mal mit ihnen darüber. Hey, Nilius, du alter Salzer. Nilius, hast du einen Moment Zeit? Hat er gerade Nilix gesagt? Was kann ich für dich tun, Bruder Philipp? Fragen wir nochmal nach dem Brief aus. Ist nicht wirklich für die Story, aber egal. Star Trek! Prior James hat ein Dokument, überall das ich gerne sehen würde. Es ist vermutlich unter den Dingen, die Remigius verbrennen will. Oh nein. Er ist im Priorszimmer. Vielleicht kannst du es ihm noch ausreden. Okay, das hatten wir schon. Also ich hatte ja schon. Was mit Cut? Ich kann nicht alle Dialoge durchgehen. Ja, stimmt auch wieder. Gehst du dir alle Dialoge durch? Ich weiß, du möchtest das gerne, aber du sollst nur die knusprig guten Dialoge rausnehmen. Den Rest kannst du wichtig. Die Leute. Ja, wir wissen noch, Eike, wo ein Symbol ist, das ist wichtig für die Story. Okay, alles andere nicht. Ja. Ich suche nach einem Dokument, das Prior James ausgehändigt wurde. Dann ist es vermutlich im Priors Zimmer. Okay. Das wissen wir auch schon. Okay, gut, dann gehen wir in die Kapitale und sagen ich Bescheid. Ich muss gehen. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja, in der Ecke sitzt. Was macht ihr eigentlich da? Ach so, der Stöpsel seinen Stöpsel, Eike. Oder wie heißt das? Wie heißt das nochmal? Meißeln? Wie heißen diese Dinger, mit denen man Sachen zerstößt? Wie heißt das? Mörser. Er mörst ein bisschen. Und stößelt. Er mörst und stößelt. So, ach ja, und den bei der Brücke, den müssen wir noch reden. Das weiß ich noch. Wie hieß er nochmal? Peter, genau. Und das Dorf bewegt sich nicht. Ach Gott, dieses Spiel ist so deprimierend. Eike, bist du ein Fan von Winterszenarien? Ja. Auf Dauer? Skyrim war gut, ja. Aber ich meine sowas hier. Naja, auf Dauer wird es wahrscheinlich ein bisschen trist, aber Winter geht ja auch vorbei. Du läufst immer noch in der Kälte herum? Wo soll ich denn sonst rumlaufen? Okay, fragen wir einfach mal Höflichkeit wegen nach seinem Fuß. Hey, erzähl mal was von deinem Fuß.
Was ist mit deinem Fuß, Bruder Paul? Nur eine Frostbeule. Sie wird heilen, wenn der Frühling kommt. Ach, und der heiße Stein hilft wirklich, Philipp. Du solltest ein Feuer haben. Es geht schon. So kalt ist es nicht. Nimm es nicht zu leicht. Viele werden in diesem Winter sterben, weil sie nichts zu essen haben oder kein Dach über dem Kopf. Remigius sagt, Gott prüft uns, dass nur die Sünder sterben. Natürlich. Nein, die Armen sterben. Und die, die er hier in der Kälte sitzen lässt. Sag nichts zu Remigius, ich bitte dich. Wenn er denkt, ich würde mich beschweren, wird er ungehalten. Da wird er ungehalten, Eike. Da habe ich ja Angst. Du auch? Ja. Ja, nur die Sünder sterben. So kann man es natürlich nicht einfach machen, nicht wahr? Aber Eike... Türk, Eike... Ist eigentlich eine Frostbeule nicht abgestorbenes Gewebe oder verwechsel ich das mit einer Erfrierung? Hä? Eike, du bist doch... Da ist doch bestimmt mal irgendein was weiß ich, Medizinstudent mal reingerannt oder so. Ist das so oder ist es nicht? Hallo. Ach, egal. Ich hab nicht zugehört, tut mir leid. Ich bin hier gerade abgelenkt, tut mir leid. Das ist unhöflich, Eike. Entschuldigung, Leute. Das ist voll unhöflich. Na gut, dann machen wir weiter und frage ihn nach den Ritter. Hast du von einem Ritter in Kingsbridge gehört? Einem Ritter? Hm. Oh, ja, 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 ja. Er lag am Schnur eine Meile. Warte mal. Er muss vom Ritter. Ach, das kennen wir alle schon. Hatte der Ritter irgendwas Ja, das kennen wir alle schon. Ich hab schon doch... Manchmal ein paar Tafille. Ja, ja. Heilige Schrift zerzieren, das kennen wir alle schon. Wir sind Bibelmann. Denn ich kenne Pläne der... Pläne, ich bringe das Unheil. Vertraue auf Gott, Bruder. Danke, Phil. Genau. Komisch, ich dachte eigentlich, wir müssten ihn auch zu der... wie heißt es? Zur Versammlung der in Kapitel... für Kapitelversammlung dabei zitieren. Komisch. Na gut, dann gehen wir jetzt in die Kathedrale und sprechen mit unserem Bruder. Das ist echt wirklich wie in, wirklich wie Monkey Island. Piu! Und dann treffen wir dann auf einen Troll, dem wir dann einen roten Hering geben müssen. Nee, der müsste bei der Brücke dann eher sein. Oh, ein roter Hering, Vorsicht, das ist ein böses Argument. Ja, stimmt. Aktueller Ort, Kathedrale von Kingsbridge. Nein, sag bloß. Was ist eigentlich mit diesem riesen Brett hier in der hier vorne? Das macht mich total kirre. Na, Eike, wollen wir nochmal mit Gregor Onk reden? Ah, ja. Einfach, weil wir es können. Oder weil wir es in den Text schreiben können. Nee, will nicht? Okay, schade. Wunderbar. Schade. Na gut, dann reden wir mit Francis. Philipp. Hast du schon was rausgefunden? Nur einiges. Noch nicht. Ich werde sehen, was ich tun kann. Schade. Müssen alle Brüder der Versammlung... Okay. Der Sakristan hat einem Treffen zugestimmt. Noch heute. So kann ich vielleicht an den Brief kommen, nachdem du siehst. Wunderbar, Philipp. Ich werde auch kommen. Ach, so ist das. Oh, Ike, ich bin so dumm. Was? Jetzt habe ich verstanden, wie das geht. Man muss das Ding hier an. Du musst dieses hier anklicken, hier, mit der Versammlung. Dieses Ding, was heißt denn, wie nennt sich das? So, dann nimmst du das und dann musst du das dann auf die Leute draufklicken und dann reagieren sie darauf. Gott, bin ich dumm. Ich habe das ganz falsch verstanden. Schon. Ja, ja, so geht das. So, jetzt kam Gregor Onk. Erzähl mal was Bruder über Kohle. Andrew hat eine Versammlung einberufen. In Ordnung. Oh, jetzt weiß ich, was du da reinschneiden musst, damit was die da singen. Ja, ich weiß schon, was er einschreibt, was ich hier einschneide. Ja. Kohle. Scheiße! Das heißt, ich muss doch mal rumgehen und allen Leuten nochmal anreden. Ah, egal. Man hat ja zum Glück Doppelklick. Ernsthaft? Man hat ja alles. Man hat ja Doppelklick zum Glück. Gibt's ja zum Glück Doppelklick in dem Spiel. So. Es wird heute eine Kapitelversammlung. Kapitelversammlung, so hieß es, genau. Du hast Andrew überzeugt? Es geschehen noch Wunder. Wir werden da sein. Du hast unsere Unterstützung. Ach, wir? Da muss ich also nicht mit Cuthbert nochmal drüber reden? Ach, zur Sicherheit lieber. Immer auf Nummer sicher gehen, nicht wahr, Eike? Immer. Es wird heute eine Kapitelversammlung geben. Ausgezeichnet.
Ich kann es kaum erwarten, dich und Remigius aufeinandertreffen zu sehen. Bruder Cuthbert. Keine Bange. Wir sind auf deiner Seite. Genau. Wenn er dich dann zu Boden tritt, dann stecken wir die zugespitzten Löffel zu. Genau. Angespitzten Löffel. Zugespitzt, angespitzt, dann weiß dasselbe. Nein, zugespitzt gibt es nicht. Die Nagel spitzt sich zu, aber das ist der einzige Verwendung dafür. Genau, und jetzt müssen wir noch den jungen Mönchen das geben, an dem wir ja diese Idee in den Kopf gepflanzt haben, dass wir gar keine Kirche brauchen zu beten. Ne? So. Zeitverschwendung. Was? Zeitverschwendung? Ja, Zeitverschwendung. Fick dich, Zeitverschwendung. Wir machen das trotzdem. Mir nicht helfen, den Brief. Ja, okay, schade. Ich dachte, die hätten was zu erzählen. Gut, dann reden wir nochmal mit, genau. Wie hieß er? Genau, Andrew. Der Chor ist mit dem Singen fertig. Bist du bereit für die Kapitelversammlung, Bruder Philipp? Wenn du sonst noch etwas in Kingsbridge zu erledigen hast... Tu es jetzt. Tu es jetzt. Die Versammlung könnte lange dauern. Ich bin noch nicht bereit. Nein, sind wir noch nicht. Wir müssen noch die anderen Leute anreden. Ich bin noch nicht bereit. Lass mich wissen, wenn du soweit bist. Stimmt, wir müssen noch den... Wir müssen ja vor Anbruch der Nacht beginnen. Ja, keine Sorge. Stimmt, wir müssen noch mit den... An der... Wie hieß er nochmal? An der Brücke müssen wir noch darauf hinweisen. Und den Totengräber mit seinen Dachsen. Ach Gott. Mann, bist du doof, Dietrich. Mann ist das Internet... Nee, Mann ist das... Mann ist das Mittelalter und Internet scheiße, nicht wahr, Heike? Man muss zu jedem Typen hinlatschen, oder was zu sagen. Um worauf hinzuweisen. Naja. Bruder Arnold, ich doof. Es wird heute eine Kapitelversammlung geben. Heute? Ich werde kommen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Die Stimme ist doch auch bekannt, Eiko, oder? Ja. Kennt man doch, ja. Hey, und weißt du was, wir geben ihn jetzt auch hier und dann so, heute ist die Kapitelversammlung. Echt? Ja, wir dürfen nicht gehen. Ihr dürft nicht kommen. Ha! Ne? Warum nicht? Weil ihr rausgeschmissen wurdet. Verpisst euch. Ihr seid exkommuniziert, haut ab. Ja, verpisst euch. Genau. Ja, er weiß ja Bescheid. Ich würde Rufus machen. Der Prior, der weiß ja Bescheid. Komm, wir klauen das Pferd und werden zu Gesetzlosen. Wir werden zu Bibleman. Und dafür muss das Pferd schon noch schwarz sein. Wir machen dem diesmal einen Konter, wenn wir auf den schon jetzt Bibelmann gesagt hat in Let's Play. So, okay. Ja, wir haben ja letztens vor einiger Zeit ja einen eigenen Superhelden erfunden, Eike. Weißt du nicht? Weißt du noch? Welchen? Du weißt es doch, was ich da zusammengeschnitten habe. Es wird bald eine Kapitelversammlung geben. Achso. Danke, dass du mir Bescheid gibst, Philipp. Denk an meinen Rat wegen Remigius. Genau. Denke an meinen Rat. Fahrst du schon in den Bäumen? Nee, ich glaube, da ist nichts, oder? Soll ich mal gucken? Ah, ich guck mal kurz. Ach stimmt, hier konnte man nur diese genau Dinge einsammeln. Wie heißt das? Die Samen. Für diese Zwischenquest. Genau. Diese optionale Quest, wo man ihnen dann die geben kann, der dann die pflanzt und da kann ein Baum draus werden. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alle gemacht. Ja. Und ich glaube, ihn muss ich nicht anreden. Darauf hinweisen, dass es diese Versammlung ist. Okay, gut, Eike, dann machen wir jetzt noch schnell die Versammlung, ne? Yeah. Yeah. Aber die Folge hat ein bisschen länger als 15 Minuten. Hat drauf geschissen. Und Francis haben wir, glaube ich, schon drauf hingewiesen, ne? Ja. Der Sakristan hat einem Treffen zugestimmt. Noch heute. Ich werde auch kommen. Natürlich werden wir kommen. Und bring Popcorn mit. Gibt's das überhaupt schon? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, stimmt, im Mittelalter gab es ja noch nicht mal Tomaten, Eike, ne? Obwohl, nee, es gab keine Tomaten. Obwohl, die waren... Nee, ich glaube, Tomaten gab es auch nicht in Europa, oder? Ich glaube, das ist auch importiert. Und Kartoffeln auch nicht. Liegt doch richtig, oder? Vielleicht. Ich glaube, ja, wenn ich mich nicht irre, sind Tomaten und, Kartoffeln Südamerika, weil ich aus Südamerika stammt. Kam erst hier rüber wegen hier, weiß ich ja, Kolumbus und so. Kartoffeln gab es früher. Ja, aber gab es die schon in alten Europa? Das ist die Frage. Schreibt das in die Kommentare. Ja, das ist ja nicht dasselbe.
Okay, dann machen wir jetzt endlich mal... Klar ist das, Alter, hast du schon mal Pastinaken gegessen? Nö, ich weiß nicht mal, was das ist. Und dann sagst du es nicht dasselbe, Alter. Ach, fick dich doch. Ja, ich weiß. Ich dachte, du bist die Drachenlord. Ich kenne das. Ja, ich kenne das. Was ist das? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich könnte es im Internet nachschlagen. Ich habe es direkt vor mir sitzen, aber mein lauter Lüfter und das Schneiden rennen hochladen, das regt mich total ab. Okay, du dann und mein neuer Kanal erstellen. Gut, also... Oh, du bist so... Dietschon, du bist so ein scheiß Hater, ey. Nein, das ist nicht Hayden, Eike, das ist Mainstream. Okay, ich gebe jetzt los mit der Kapitelversammlung. Ich wünschte, das würde man mit Reich anders machen. Kann jetzt Wir werden ich kann doch einen Journalist nicht verarschen. Wenn es andere Probleme gibt, um die du dich kümmern willst, tu es jetzt. Nein. Nein, Reich, du bist okay. Patrick Stegemann ist der Böse. Über den kommt auch noch was von uns. Vielleicht. Nee, wir haben alle Nebenquests und alles, was wir machen können, mit den Leuten gemacht. Okay, dann los mit der Kapitelversammlung. Ich bin schon ganz hippelig. Kribbelig. Die Kapitelversammlung ist wichtiger. Das läuft jetzt übrigens alles automatisch ab, Eike. Also müssen wir es jetzt zurücklegen. Legen. Legen. Lehnen. Lehnen. Langweilig. Game in a nutshell. Und deshalb dürfen wir Prior James' Wunsch nicht Folge leisten. Die Priorei von Kingsbridge wäre ohne ihre Kontobücher verloren. Ich denke, wir verstehen alle den Grund für deine Besorgnis, Bruder Philipp. Aber bevor wir zu einem Beschluss kommen, wollen wir noch andere Stimmen hören. Ich möchte wissen, warum du die Weisheit von Prior James' Entscheidung in Frage stellst. Jetzt hört man es mal raus, nicht wahr, Eike? Kohle. Wie wir, Philipp. Ich kann sagen, ich habe ihn gut gekannt. Wir alle hier kannten ihn. Ich bestehe drauf. Und du? Na, hast du ihn gekannt? Ich habe ihn gut gekannt. Und ich weiß, er würde mir zustimmen. Philipp, du gehst zu weit. Ich verstehe. Das werde ich dem Bischof sagen. Wirklich, lass ihn doch unglaublich. Oh, das war ein bisschen zu heftig. Lass Philipp reden. Ah, wir müssen uns eher für links entscheiden. Lass ihn sprechen, Brüder. Ich war auch uneinsichtig. Aber er hat mich überzeugt. Was bei dir nicht gerade einfach ist. Milius. Ich habe James viel zu verdanken. Er hat mir die Leitung von St. John in the Forest übertragen. In the Forest. Eine der blühendsten Zellen in ganz Shiring. Wenn nicht gar in England. Das war also eine kluge Entscheidung. Aber sein letzter Wunsch war nicht klug. Nun habe ich recht. Worauf wartest du? Dann... Antworte mir! Vielleicht hat keiner von euch Prior James wirklich gekannt. Für wen hält er sich? Boah, das war dumm, Dietschon. Möge der Herr ihm vergeben. Er weiß nicht, was er sagt. Ja. Nein. Alter, Philipp du... Philipp war sehr zögerlich, mit mir über den Kannst Zustand du mal spielen? Der Priorei nein, zu sprechen. Nein. Was wäre denn... Sagst du über nein, nein, nein. Muss das doch... So ja, umsichtig wie in seinen Taten. Von einigen von euch habe ich gehört, dass Prior James den Teufel gesehen habe. Dass James vom Satan verfolgt wurde. Sagt mir, warum? Warum musste er leiden? Gott wollte Prior James prüfen. Ah, natürlich. Danke, Gott. Ich sage, der Teufel hat ihn getrieben. Zweifelt ihr etwa daran? Bezweifelst du das, Philipp? Sicher hast du eine Antwort darauf. Ich glaube, Gott prüft alle. Ich weiß es, weil Prior James es mir anvertraut hat. Wenn der Herr James geprüft hat, so prüft er uns nun alle. Ich vertraue auf den Herrn, so wie James es getan hat. Und das solltet ihr alle tun. Er war fehlgeleitet, als er in jener Nacht auf das Eis hinausging. So wie er in seinem letzten Wunsch fehlgeleitet war. Von was oder wem auch immer. Vielleicht war es gar nicht der Teufel. Wir haben ihn nie gesehen. Die Novizen sind angehalten, in der Versammlung zu schweigen. Philipp ist ein guter Mann. Er war der Einzige, der gesagt hat, ich sollte ein Feuer haben. Aber hat er den Worten auch Taten folgen lassen? Ja, er hat mir einen heißen Stein gebracht. Yeah, Eike, ne? Das ist unser Philipp. Nun gut.
gute Nebenquests abgeschlossen, nicht wahr, Eike? Aber warum erzählst du uns nicht, warum du wirklich hergekommen bist, um vor uns allen hier zu sprechen? Hast du gut gemacht. Du bist nicht nur gekommen, um diese Bücher zu retten. Da steckt doch mehr dahinter. Nein, ich will euch helfen. Wir wollen die Wahrheit wissen. Was sind deine wahren Absichten? Ich bin nur hier, um der Priorei zu helfen. Der Priorei? Natürlich. Ich sage, es ist kein Zufall, dass er jetzt hier seine Stimme erhebt. Kurz nach James Hinscheiden und vor den Wahlen. Was willst du damit sagen, Bruder Remigius? Ja, was willst du damit sagen? Es geht ihm nicht um James. Es geht um ihn. Er will Prior werden. Nein! Ich bin hergekommen, um mit James zu reden. Das ist alles nur ein Zufall. Ich denke, das ist eine wunderbare Idee. Ich nominiere Philip von Gwynedd als neuen Prior von Kingsbridge. Das ist allerdings nicht mehr auf die Stimme. Ja, Maike, was denkst du denn? Ja, Rosebrot. Bruder Philip, nimmst du die Kandidatur an? Nee. Nein, danke natürlich. Danke für dein freundliches Angebot. Natürlich nehmen wir sie an. Aber wir möchten dir wirklich nicht zur Last fallen, Bruder Remigius. Oh, aber ich bestehe darauf, euch zu helfen. Nein, das musst du wirklich nicht. Wir unterhalten uns dann später. Danke. Was war das denn jetzt? Da will dann der Abspann laufen. Wir haben nicht viel Zeit. Die Abendmesse beginnt bald. Wir schnüffeln ein bisschen rum. Hätte ich die Kandidatur ablehnen sollen? Du konntest nie gut Nein sagen. Und Milius hatte recht. Kingsbridge braucht dich. Was ist mit St. John? Ich werde morgen dorthin reiten. Ich werde ihnen sagen, dass du ein paar Tage in Kingsbridge bleibst. Dank dir wird man diese Dokumente und Bücher nicht verbrennen. Jetzt müssen wir nur noch diesen Brief finden. Ja. Du glaubst wirklich, dieser Brief könnte einen Krieg verhindern? Er ist jetzt der neue Prior, oder was? Sagt, nein, er ist noch Kandidat. Dann, ja. Francis Notizen, Realitäten um den Thron. Okay, cool. Versuchen wir erstmal. Soll ich das nochmal vorlesen? Das ist ja schon lange her. Soll ich vorlesen, oder? Ja. Schon lange her, das ist das letzte Mal, was vorgegeben am Anfang des Let's Plays. Okay. Francis Notizen über den verstorbenen König Heinrich, Kaiserin Mathilde und König Stefan. Teil 2. 1. Januar 1136. Genau. Weiß runtergehen? Okay. Unser neuer König Stefan wird nicht nur von unseren germanischen Oberherren, sondern auch von der Kirche unterstützt. Sein kleiner Bruder Henry ist Bischof von Winchester und einer der einflussreichsten Priester in ganz England. Er hat Stefan schwören lassen, der Kirche politische Macht einzuräumen, die unter Heinrichs Herrschaft fehlte. Es ist ein guter Tag für die Kirche und uns. Ja, natürlich. Denn wir wissen ja alle, Eike, ne? Die Kirche, die stand über den König. Inoffiziell. Ja, aber die ganzen Prinzen und so weiter, die nicht König werden konnten, wurden in die Kirchenposition gepackt. Wenn sie keine Generäle werden konnten, dann wurden sie dann zu Bischöfen, ne? Ja, ekelhaarig. Ich bring meine Kinder übrigens mal mit. Ja, das ist Gott gewollt. Was, sie ist meine Schwester? Ach, egal. Egal. Borgias, nicht wahr? Okay, das Problem ist, dass mein Dienstherr Graf Robert von Gloucester einer der Bastarde des Königs ist. Er will seine Halbschwester Mathilde auf den Thron sehen, da er sich sicher ist, sie würde während einer Regentschaft seinen Rat und Unterstützung in Anspruch nehmen müssen. Im Namen von Kaiserin Mathilde haben er und seine Verbündeten eine Rebellion gegen den König Stefan gegründet. Nicht mehr lange und es wird Krieg geben. Eine Frau auf den Thron? Das gibt's doch nicht. Das ist Science Fiction. Oder Fantasy. Oder je nachdem. Nun lass uns nach dem Brief schauen. Okay, gut. Ich glaube, jetzt müssen wir aber hier beenden. Schluss machen, Eike, ne? Ja. Ja, wir sind ja auch schon bei 25 Minuten. Wir haben schon Überlänge. Überlänge. Oh Gott, bin ich schlecht. Okay, Leute. Foliant. Ein Foliant. Ich finde, das ist ein schönes Wort für altes Bücher, ne? Besser als alte Schwarte. Okay, gut, Leute. Eike, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, ne? Genau. Wenn wir mal aufnehmen. Okay. Also, Leute, bis dann. Ciao. 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 Der Dalek ist doof. Na, nicht ganz.